Im Rahmen des Fempalais wollen wir euch auch historische Stuttgarterinnen in unserer Ausstellung Stuttgarter Stadtgeschichten vorstellen. Und eine davon ist Hilde Zimmermann. Ja, Hilde Zimmermann ist 1890 geboren und war von Beruf staatlich geprüfte Hauswirtschaftslehrerin. Als solche übernimmt sie 1924 den Aufbau und auch die Leitung der Beratungsstelle für Gasverwendung im Haushalt. Und im gleichen Jahr veröffentlicht sie ein Buch mit dem Titel Haus und Hausrat, das zum Standardwerk für die moderne Hausfrau in der damaligen Zeit wurde. Hilde Zimmermann war Spezialistin für zeitgemäße Technik im Haushalt und hat maßgeblich an der Entwicklung der sogenannten Stuttgarter Küche mitgewirkt. Und sie hat die Architekten der Weißenhofsiedlung beraten. Wegen ihrer jüdischen Vorfahren wird Hilde Zimmermann bereits 1933 in den Zwangsruhestand versetzt.